Nach Eddermeyer geht es nicht per Boot. Es ist zu gut gesichert. Die Garde hat da einen Wachturm. Gehen Sie landeinwärts und nehmen Sie die Bahn. Der alte Herzog von Cerkonos hat Kanaka jahrzehntelang aufgebaut. Herzog Luca Abele hat die Stadt dann in absoluter Rekordzeit geschröpft. Mit Orgien und Festen. Scheinen hier mehr Spaß zu haben als in Dunwall. Geben Sie Acht auf dem Weg nach Eddermeyer. Der Herzog hat die Stadt der Garde übertragen. Sie greift Fremde sofort an. Ich pass auf mich auf. Hier sieht's ganz gut aus. Im Eddermeyer vernichten Sie den Kronmeuchler und forschen nach Sokolov. Alchemistin Hypatia wird Ihnen helfen. Sokolov mag sie. Dann bis später beim Eddermeyer. Warten Sie nur mit dem Boot, bis ich den Wachturm ausgeschaltet habe. Ich will es auch nicht. Na gut. Ich glaube, es ist nicht gut, dass es so stark ist. Willkommen in Karnaka, Fremder. Was ist das für ein Schiff? Kennst du den Kapitän? Die Dreadful Whale. Das Eddermeyer in der Ferne. Immer noch da ist. Sag ich einem Freund in der Garde, mit einer Einheit an Bord zu gehen. Falls sie auf Schmuggelware warten, haben sie die bis dahin eingeladen. Ich sehe keine Spur von Pharrell. Scheint spät dran zu sein. Vielleicht sind wir zu früh. Er sollte hier sein, mit dem Rotteil. Das ist nicht... Du weißt doch, dass das für uns bestimmt war. Was sollen wir denn jetzt machen? Wir haben kein Geld. Seht ihn an, der weiß doch was. Was war dein Anteil, Rams? Ihr feigen Händler seid alle gleich. Hände auf, betteln und jammern. Raus mit der Sprache, du feiger Lügner! Was hast du kassiert, Ramus? Halt die Luft an, Maya. Serkonische Mitbürger, während der Abwesenheit des Herzogs möchte ich dies hier verkünden. Irgendwer hat was gesehen. Und jetzt sind alle nervös. Mein Herz macht das nicht mit. Im Namen der ehemaligen Kaiserin Emily Caldwin gelten ab sofort neue Einschränkungen. Die Serkonische Garde wird alle Ausländer und neuen Arbeiter auf den Straßen Karnakas Befragungen unterziehen. Die Teilnahme ist Pflicht. Warum bedecken Sie Ihr Gesicht? Guten Tag. Ist was passiert, sagen Sie? Ist hier nicht sicher, sagen Sie? Für Leute wie mich wird es nie sicher sein. Als ob ich nicht genug Sorgen hätte. Nun soll hier auch noch jemand herumschleichen? Ich hab sie gewarnt! Ich rufe jetzt Hilfe! Ich soll wem trauen, der sein Gesicht verbirgt? Ich kann reingehen. Lassen Sie mich! Hilfe! Wache! Hilfe! Thank you.
sicher. Irgendwas ist Warum faul. Verdecken Sie Ihr Gesicht? Serkonische Mitbürger, bejubeln wir die Krönung unserer neuen Kaiserin Delilah Caldwin der Ersten und die bevorstehende Ankunft seiner Gnade Luca Abele, Herzog von Serkonos. Das halbe Kaiserreich ist mir auf den Fersen. Ich freue mich fast zu sehen, was passiert, wenn sie mich erwischen. Ich muss... Hey, wer bist du? Halt! Diesmal nicht. Was ist hier passiert? Was? Und was ist hier los? Was ist denn jetzt los? Nur, dass sie tot sind und alles vor Blutfliegen wimmelt. Karl, nur so kommen wir auf die andere Seite der Lichtwand. Wenn du genau wie ich aus der Stadt raus willst, dann ist das unsere Chance. Nein. Wir werden alle totgestochen. Und dann enden wir als Bruchstätten. Serkonische Mitbürger, während der Abwesenheit des Herzogs möchte ich dies hier verkünden. Hey! Oh, wie nett! Danke! Wenn sie an der... Bis sie selbst mal arm dran. Versuche, die Begräbnisriten des Jedermannsorts durchzuführen, werden hart besorgt. Wenden Sie sich umgehend an dieser komischen Dame. Die Garde werden sich um die Situation kümmern und entscheiden, ob Fragen angebracht sind. Hey, komm her. Ein Untergrundmarkt. Illegaler Handel bedeutet Waffen und Munition. Geld, nicht wahr? Ich hätte da was, das dich vielleicht interessiert. Mein Name ist Mindy Blanchard. Und du siehst aus, als würdest du an Orte gehen, wo du nicht hingehörst. Würdest du mir bei einer Sache helfen? Du kratzt mir den Arsch und ich dir deinen. Ich muss zum Eddermeier-Institut. Kannst du mir helfen? Ja, das kann ich tun. Du besorgst mir eine Leiche und ich helfe dir bei deinem Problem. Keine Sorge, die Leiche gibt's schon. Eine Leiche? Interessant. Von wo? Die Aufseher haben sie in ihrem Außenposten. Die denken, der Kerl war ein Hexer. Ich brauche die Leiche aus anderen Gründen. Schleich dich rein und hol sie. Dann treffen wir uns im Keller unter der Zahnarztpraxis in der Nähe. Ich denk drüber nach.
kenne ich sie nicht. Verseucht, eindeutig. Beweg dich langsam, halt dich von den Nestern fern und lass dich nicht mit Blutfliegen, Gift und Eiern vollpumpen.
Gardisten. Schoßhunde des Herzogs. Auf der Suche nach ketzerischen Artefakten. Was? Hier geht irgendwas Perverses vor. Hören Sie, ich muss aber dieses Gebiet ist gesperrt, auf offiziellen Befehl des Ordens. Niemand darf es betreten. Das schwach. Der Outsider darf mich nicht locken. Er kennt mein Herz, prüft und verspottet mich. Ich werde stark sein. Beseitige alle Anzeichen der Korruption. Suche nach den Zeichen der Ketzerei. Verteidige dich! Stirb! Ich erkenne einen Agenten des Outsiders sofort! Zeig, was du drauf hast! Weg! Ich habe so manche Stadt verkommen sehen, die Fäulnis gerochen. Wie du, vor 15 Jahren in Dunwall. Vermisst du es? Das Jahr, in dem du zu dem wurdest, was du jetzt bist? Streit es nicht ab. Überall Ratten, schwarzer Rauch und brennende Leichen. Eine Stadt, die um Hilfe schreit. Es geschieht wieder. Willkommen zurück. Willkommen zu Hause. Menschen wie du und der Kronenmeuchler sind Teil solcher Orte. Thank you.
Schatten des Nichts verschlingt. Und bewahren euch vor ewigem Schmerz und Leid. Denn nicht einer von uns soll in der endlosen Finsternis wandeln müssen. Die Belohnung für ein gutes Leben im Einklang mit den sieben Geboten ist das Ende der Existenz, der Frieden des Nichtseins. Doch wer sich abwendet von den sieben Geboten, manchmal denke ich, die Spieluhren sollten besser in den Enklaven gefertigt werden. Hier zum Beispiel. Stattdessen werden sie nur an wenigen Orten hergestellt und dann verschifft. Unerreichbar für uns. Ziemlich riskant. Wäre doch weit schlimmer, das Wissen und die Materialien zur Herstellung auf den Inseln zu verteilen. Die Metalle für die Geräte sind extrem selten. Und wenn jemand anderes als die loyalsten Aufseher die Verfahren anwenden würde, wäre das wie Ketzerei. Du hast wahrscheinlich recht. Es macht mich traurig, wenn ich daran denke, was Kultisten tun könnten, wenn sie die Spieluhren für ihre Zwecke einsetzen würden. Richtig, Menschen. Da ist es besser, so mächtige Instrumente gut zu schützen, sie geheim herzustellen und dann dorthin zu bringen, wo sie im Kampf gegen das Übernatürliche gebraucht werden. Wir erzählen sie in unseren größten Enklaven und am Lagerfeuer bei den längsten Pilgerreisen. Es ist die Geschichte eines hohen Mitglieds des Ordens, verbannt in der Zeit der Seuche. Sein Name soll... Dann wisst ihr es. Am 14. Die Leiche dieses Ketzers ist wichtig. Aber so ganz verstehe ich das alles nicht. Warten wir auf den Vizeaufseher. Wann wollte Byrne eintreffen? Er ist gerade beschäftigt. Der schickt jemand anderen. Vielleicht auch der Kundana. Wir warten zu lassen. Wird die Leiche des Ketzers keine Blutfliegen anziehen, Bruder?
ist Mandy Blanchard. Ist sie, die Leiche, die Mindy haben will.
In der nächsten Nacht holten wir das Mädchen von zu Hause weg und warfen es in einem Eisenkäfig in den Kanal. Ihr krankes Leben musste enden, damit die Menschen um sie herum sicher sind. Ihr alle. Wir halten die Schreie der Apostaten aus und der Ketzer, um unzählige andere vor dem schrecklichen Schicksal zu bewahren, das sie nach dem Tod erwartet. Der Orden wird nicht zulassen, dass euch die Schatten des Nichts verschlingen. Wir halten die Flamme hoch, wie es unsere Pflicht ist, und bewahren euch vor ewigem Schmerz und Leid. Denn nicht einer von uns soll in der endlosen Finsternis wandeln müssen. Redet er bitte? Weiß nicht. Die Hälfte ergibt eh keinen Sinn. Sind das die neun Gebote? Trottel, sind nur sieben. Doch wer sich abwendet von den sieben Geboten, der riskiert ein endloses Dasein im Nichts. Im dunklen Himmel ohne Sterne. Im kalten, leblosen Meer, das uns umgibt. Und Erde und Himmel und alles dazwischen zu verschlingen droht. Vertraut dem Orden, meine Freunde. Vertraut dem Orden. Hä? Wer hat die Tür aufgemacht? Vielleicht war es nur der Wind. So mysteriös mit bedecktem Gesicht. Hm. Eine Leiche? Hier! Hilfe! Was? Hier wohl doch nicht. Was nicht? Ich will nicht sterben! Zu Hilfe! Zu Hilfe! So hilf mir doch jemand! Wache! Das gefällt mir nicht. Sie sind sicher noch hier. Ich frag mich, wer das war.
Hallo? Kann nicht sein. Lasst ihn gehen. Verteidige dich. Ich rette die Welt vor Abschaum wie dir. Für den... Was? Oh nein, nein, nein! Mord! Ruf die Garde! Moment! Dieser Aufruhr! Zu Hilfe! Zu Hilfe! Also mal sehen. Was war's? Was zum... Ja, und wo bitte halt! Willst du hin? Mach sie fertig! Stop! Jetzt heißt es du! Und was ist hier los? Vizeaufseher Liam Byrne. Gute Arbeit. Hier, bitte. Ich frage nicht, wozu du sie brauchst. Wie komme ich zum Eddermeier? Ich habe einen meiner Jungs losgeschickt, um den Strom der Bahnschienen abzuschalten. Dann kannst du über die Schienen gehen, wohin du willst. Auf der anderen Seite ist eine Station, die dich zum Eddermeier bringt. Besser als nichts. Danke für die Hilfe. Sollen wir Ihren Neffen für das Sanierungskomitee nominieren? Klar. Welch verschwendete Zeit. Was? Was ist hier passiert? Spielen später Würfel. Auch Lust? Nein, ja, lieber nicht. Dabei. Miss Pastor erzählt, dass sie uns nicht in die Bahn lassen wollten. Eddermeier ist für alle gesperrt. Versuchen wir es nochmal. Wir müssen zu Dr. Heidegger.
Station Eddermeyer. Hier geht's zum Institut. Wie wäre es dann mit dem Staubbezirk? Da ist mehr zu tun, Sergeant Quinn. Nein, danke, Ma'am. Das meinte ich nicht. Warum die Karte? Das Eddermeyer-Institut ist strategisch wichtig. Blut oder Münzen. Jeder wird seine Rechnung begleichen. Muss die Wohnung der Alchemistin sein. Alexandria Hypatia. Wenn ich könnte, würde ich Blutfliegen in den Herzen meiner Gegner nisten lassen. Den schrecklichen Fehlschlägen mit dem ersten Serum will ich den Bergleuten jetzt umso mehr helfen. Unglaublich, wie hart der Herzog und seine in die Arbeiter antreiben, aber bis er zur Vernunft kommt, tue ich alles, um ihnen das Leben zu erleichtern und den Familien zu helfen. Ich bin besessen von dieser Arbeit und der Wirkung, die sie auf benachteiligte Menschen in Kanaka hat. Nach der Untersuchung der ursprünglichen Seuchenelixiere bin ich an etwas dran. Wenn ich Hypatia finde, wird sie mir sagen, was sie über den Kronmeuchler weiß.
Was zum... Hier! Halt, Gina! Lass den gehen! Seid das Kopf... Verfluchtes Weib! Schlimmes. Vielleicht falscher Alarm. So öde. Schon mal in Paulus Salon gewesen? Beim Würfelspiel oder den Weibern? Crones Hand, machst du Witze? Wir sind doch nur Heuler. Dann zieh vorher die Uniform aus. Haben dort guten Whisky. Sogar Old Dunwall. Hä? Ich bin dabei. Sag Bescheid, wenn du wieder hingehst. Na los, beenden wir's! Soll ich helfen? Verflucht! Jemand wollte mir in den Kopf schießen. Verdammt nochmal! Komm zurück! Vorhin. Du bist sowas von tot. Ich kriege dich schon.
bringen. Seltsam, sich so zu kleiden.